Moin und herzlich willkommen. Heute reden wir über Vermessungen in Karten, über ihre Entwicklung und wofür sie heute aus dem Unterricht überhaupt noch brauchen. Dazu haben wir eine Leitfrage, welche uns dabei unterstützt. Die lautet, welche Messungen werden in den Karten sichtbar und welche Motive stehen hinter den Messwerten? Anhand der Farben ist zu erkennen, wo Land und Gewässer herrschen. Zudem kann man sehen, wo sie langfahren können, aufgrund von Tiefenströmungen und Temperaturen. Legenden beschreiben die Symbole oder Farben im Sachzusammenhang zur Karte. Sie erläutern genauer, für was diese stehen und wie man diese zu lesen hat. Im Beispiel unserer vorliegenden Karten werden hauptsächlich unterschiedliche Farben genutzt, um Strömungen, Temperaturen oder Wassertiefen darzustellen. Karten können aus verschiedenen Gründen erschaffen worden sein und somit in verschiedensten Kategorien eingeteilt werden. Diese Kategorien erstrecken sich über geologisch, navigatorisch, wissenschaftlich und politisch. Wissenschaftlich ist eine Karte dann, wenn diese einen wissenschaftlichen Zweck hat. Durch die Temperatur kann man beispielsweise bestimmen, wo Lebewesen zu finden sind. Dies hilft den Wissenschaftlern immens und kann ihre Arbeit beschleunigen. Geologisch ist eine Karte dann, wenn man auf ihr beispielsweise Meerestiefen auffinden kann. Das hat eben deshalb einen Zweck, da damit festgestellt werden kann, ob an speziellen Stellen im Meer Bodenschätze zu finden sind. Navigatorisch ist eine Karte dann, wenn man auf ihr Orientierungshilfen finden kann. Durch eingezeichnete Leuchttürme kann man im Voraus erkennen, wo man sich befindet und wie man sich zu orientieren hat. Durch die Tiefe des Wassers kann bestimmt werden, ob das Schiff durchfahren kann oder stranden wird. Wenn die Strömung und die Temperatur bekannt ist, kann man auch dementsprechend für die Fahrt planen. Politisch ist eine Karte dann, wenn diese beispielsweise aufzeigt, wo man Fische fangen kann. Wenn die Fischer wissen, wo die Ströme entlang fließen oder wie die Temperatur in den Meeren ist, können sie bestimmen, wo sie fischen können. Außerdem können Karten aufzeigen, wo man potenzielle Handelsorte finden kann. Das alles hat nämlich einen positiven Effekt auf die Wirtschaft. Temperaturen, Strömungen und Tiefen werden benötigt, um gegebenenfalls die Route umzuplanen und dementsprechend die Route anzupassen. Zudem kann dadurch auch für Bevölkerungsgruppen wie den Händlern oder den Forschern geholfen werden, damit diese ihre Arbeit effizienter verrichten können. Zweck der Messwerte ist es zum Beispiel, eine Forschergruppe will eine seltene Tierart finden, welche sich am wohlsten in kälteren Gewässern von 44 bis 35 Grad Fahrenheit befinden. Einer der Forscher hat eine Karte gefunden, auf der jegliche Wassertemperaturen des Pazifischen Ozeans aufzufinden sind. Durch diese Karte ist der absuchbare Bereich eingeschränkt und die Forscher können sich auf den besagten Bereich einschränken und diesen absuchen. Orientierungshilfen hatten auf Karten eine große Relevanz. Bevor es elektrische Karten oder GPS gab, mussten auf den Karten mehr Details gegeben werden, um eine bessere Orientierung für die Seefahrer sicherzustellen. Es wurden auf den Karten Türme, Monumente, Schornsteine, Leuchttürme und Kompassrosen aufgezeichnet, an den Stellen, an denen sie in Wahrheit auch stehen. Im Fall, dass der Boden vollkommen benebelt und der Ausblick somit eingeschränkt ist, können sie damit auf die höheren Gebäude einen Blick werfen und somit durch den Vergleich durch die Karten sich orientieren. Die Kompassrosen haben hierbei den Zweck, dass die Seefahrer wissen, an welcher Stelle der Kompass eine Missweisung haben könnte und dann die Möglichkeit, diese beim Ablesen des Kompasses dazu bzw. abzuziehen zu können. Während früher viele Symbole von Türmen, Monumenten, Schornsteinen und Leuchttürmen aufgezeichnet wurden, um den Seefahrern eine bessere Orientierung zu ermöglichen, sind heutzutage nur noch die wichtigsten Leuchttürme auf den Karten aufgezeichnet. Die Seefahrer müssen ab sofort nicht mehr vollkommen auf Karten vertrauen, sondern haben elektronische Karten zur Verfügung oder etwas wie GPS und Funk. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet was dabei lernen. Das Video entstand in Kooperation mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Dafür wollten wir uns auch nochmal bedanken für die Zurverfügungstellung der Materialien und der Karten. Ja, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!